Wollen wir einfach ein neues Spiel? Muss ich jemand beachten? Muss ich einfach reinfliegen? Oder also es geht natürlich immer, Chat. Ihr haltet bitte euer Maul, wenn ihr spoilern wollt oder so, ne? Könnt ihr es gerne machen, aber nicht hier. Ich habe mir jetzt eine Zugfahrt gebucht und ich möchte euch herzlich dazu einladen, okay? Neues Spiel. Ich starte jetzt einfach ein neues Spiel. Wenn du einen Fehler machst, wirst du nur um einen Zug gesetzt. Die Waggonnummer wird nicht vollständig. Egal, wir hüpfen rein, komm! Du bist dabei, ein neues Spiel zu starten. Dein vorheriger Spielstand wird gelöscht. Ist scheißegal. Weil es gibt keinen. Wenn es um die Deutsche Bahn geht, dauert es eh 2 Stunden, bis die Fahrt startet. Leute! Ich weiß nicht warum, ne? Aber alles. Also ist das. Genauso sehe ich aus, wenn ich mein Workout mache. Was muss ich denn machen? Wir sind jetzt einfach im Zug und ich war jetzt gerade, ich komme jetzt gerade von meinem nicht vorhandenen Schiss wieder zurück und jetzt ist alles wieder gut und wir müssen jetzt auf unseren Sitzplatz oder was? Keine Anomalie in diesem Bereich, hä? Habt ihr euch mal die Züge hier in Deutschland angeguckt? Da bin ich mir nicht so sicher, wenn man da also in die Toilettensektion umherwandert. Ich glaube, da gibt es mehr als nur eine Anomalie. Kann ich das aufmachen? Hallo? Oh, warte mal. Ich muss noch mal ganz kurz den hier und den hier. So. Shift rennen, Aktion Left Click. Gibt ja vieles. Oh nein, warte. Ist. Kann hier nichts tun. Passiert nichts. Ach, wir haben das Telefon abgenommen. Okay, gut. Wir laufen einfach hier rein. Ich glaube. Ich dachte, die sabbert. Wahrscheinlich steht da auch auf Japanisch einfach sabber. Also, das ist, ich glaube, da tut. Was ist das für ein Zug? Ist das ein Zug, den ich wirklich fahre? Hello Friends, Alter! 7. Also, wenn ich davon ausgehe, dass das wirklich wie dieses Exit-Game ist, ne? Dann wird das ja ein Klacks für uns. Ich weiß doch, als wir das Exit-Game gespielt haben, wir sind einfach durchgeschwommen. Hier steht eine 7. Drehe um, wenn es eine Anomalie gibt. Okay, es ist halt wirklich wie Exit 8, ihr Dingsbums. Das heißt, wir müssen einfach jetzt hier durchrennen, müssen uns alles angucken und wenn... Ja. Also ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, seine Hose ist aufgepumpt. Also egal, was da drin ist, da ist noch was extra dazu geballert worden. 100%. Guckt euch mal die Wölbung an. Das macht ja gar keinen Sinn. Das ist einfach ein Kissen. Das ist einfach ein Schlafzimmerkissen. Was? Hä? Okay. Also Leute, wenn ein Haus im Wasser ist oder das Haus brennt oder auch ein Regenwolke am Hausdach anklopft, müsst ihr das Haus verlassen, okay? Ganz wichtig. Also spätestens dann. So, weil sonst ist ja so scheiße. Hallo? Ich werde das einfach so bereuen, ne? Es ist so klar. Wir werden es bereuen. Also ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, ich stelle keine Anomalie fest. Drehe um, wenn es eine Anomalie gibt. Fahrkarten bitte. Ist das deine Schwester, deine Mutter oder hast du die bekloppt? Also, gehört ihr zusammen? Hallo? 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 Sind wir jetzt hier Fahrkarten? Ich glaube, wir fahren einfach mit, oder? Wir haben uns einfach reingesetzt in die wilde Sause und alles ist gut. Warum habe ich das Gefühl, dass deine Augen lügen, mein Freund? Ich weiß nicht mal warum, du hast aber nicht mal was erzählt. Shinkansen Free Wi-Fi. Ja, geil, Alter. Doktor. Kann ich die anklicken? Ich will dich anklicken. Okay. Hab euch im Blick, ne?
Boah, ich glaube, ich wäre so ein richtig strenger Fahrkartenkontrolleur. Zumindest so, ich wäre so jemand, der würde so tun, als wäre er streng, aber in Wirklichkeit scheißt er sich die ganze Zeit selber in die Hose. Tschüss. Oh, Koffer! Koks, ja oder nein? Ich will zu viel auf einmal. Okay, also ich gehe mal davon aus, wir hatten jetzt keine Anomalie. Ja, so, glaube ich. Die Oma, also hier gibt es ja sowieso keine Anomalien. Hier ist Safe Room. Hier ist Safe Room. Auf dem Scheißhaus ist Safe Room. Was ist jetzt eine Anomalie? Also. Hose immer noch aufgepumpt. Alles schön. Wer ist er? Sir? Sir, hallo? Sir? Sir? Ey, der hat auch so eine Matratze als Anzug. Geil! Ich glaube, wir gehören zusammen. Aber den habe ich gerade nicht gesehen. Bedeutet das jetzt, ich muss umdrehen? Ich muss jetzt gehen? Oder was? Also. Ich drehe jetzt um. Das war eine Anomalie. Dass der da gesessen hat, das konnte ich ja nicht riechen, ne? Also. Oder? Also. Warum ist es jetzt so hell? Ja, aus diesem Fenster will ich auch rausgucken, mein Freund. Warte mal, wo sind die hier noch da? Seid ihr noch? Hallo? Konnichiwa. Schnauze! Ja, hi, hey, wie geht's? Was kann ich für dich tun, hä? Nani shiteru no? Was ich hier mache? Ich habe versucht zu scheißen, hab die letzte Haltestelle verpasst und jetzt laufe ich hier die ganze Zeit rum wie ein Irrer, weil ich... Spende bitte! Mata atta ne! Wir sind uns schon wieder begegnet. Das ist korrekt. Also, dein Gedächtnis funktioniert? Das ist schon mal gut? Oni-san mo game o shini kita no? Spielst du auch das Spiel? Ist das jetzt sowas wie eine Fangfrage, weil wir gerade das Spiel spielen? Also... Ich bin schon ganz aufgeregt. Meine Schwester schläft die ganze Zeit, da war mir echt langweilig. Ja, und was hast du dann gemacht? Also, egal wie lange ich warte. Sie wacht einfach nicht auf! Es muss das Koks sein, Leute. Aber da du jetzt mit mir spielst, bin ich wieder gut drauf. Weißt du, wie man das Spiel spielt? Naja, also ich denke, wir gehen durch diesen Trakt und dann drehen wir uns um und dann... Ja, ich glaube, wir wissen, wie man das Spiel spielt, oder? Oder wollen wir jetzt wirklich, dass der kleine Jimmy da oder wie auch immer der heißt uns das erklärt? So, Shinkansen! Ich glaube, das brauchen wir nicht, oder? Wir wissen doch, was wir tun müssen. Hau mal nicht, Schnauze! Rule war totemo kantan da yo. Oh, ich habe Nein angeklickt. Kawatta koto ga atta ra modoru. Ich finde das schön, dass die Teile der Sätze für ganz dumme Leute, ja, für wirklich, die Sätze mit ihren Zähnen lesen, nur mal schön farblich unterteilt haben. Wenn dir etwas Ungewöhnliches auffällt, dann geh zurück! Ich hoffe, die Regeln sind klar. Wie man das Spiel beendet? Naja, wahrscheinlich müssen wir beim Lokführer anklopfen, oder? Junge, ich hab's dir gesagt. Geh wieder an deine Mehltüte ziehen. Ich weiß doch, wie das geht. Halt's Maul jetzt. Lass mir Ruhe. Erreiche Waggon 0 und betätige die Bremse im Führerraum dahinter. Hä? Bei den Toiletten gibt es keine Anomalien. Das habe ich mir gedacht, ja. Alles klar. Kannst du noch mal erklären? Erklär noch mal bitte. Rule war top. Kawatta koto ga. Gemo. Sore wa. 0号車までトイレの車両はもう一回説明する? Gesundheit. よかった。じゃあ後でまた会おうね。 Ja, oder auch nicht. Also, ich weiß ja nicht, ob die auch zu einer... Ich glaube, also, können die auch eine Anomalie... Also, das heißt, wir sind jetzt diesen Waggon, Chat. Ja, wir haben diesen Waggon. Wir haben dieses schöne Poster. Shinkansen 0 nach Tokio. Das ist Waggon 7. Oder was ist das hier? Ja, Waggon Nummer 7. So, wir müssen Waggon Nummer 0 erreichen. Egal, ob wir einen Anzugträger anhaben oder dabei haben, der eine Matratze irgendwie anhat. Wir müssen diese Dinger checken. Müssen wir auch aus den Fenstern rausgucken? Das hat er uns natürlich jetzt nicht verraten, ne? Das ist wieder scheißegal. Das ist einfach scheißegal.
Okay. Ich habe jetzt den Mittelteil nicht verstanden. Können wir es ein viertes Mal hören? Ich glaube, es war ein fünftes Mal schon. Wir waren schon mal 6 Mal. Keine Anomalie in diesem Bereich. Aber warum das Telefon? Was soll ich dann anrufen oder was? Ist das hier meine Kontaktperson? Hallo? Ich habe eine Anomalie festgestellt. Okay. Eigentlich sind wir gar nicht so scheiße in sowas. Brennende Häuser, Katzen, aufgepumpte Anzüge. Aber ich glaube, sonst ist hier alles wunderbar, oder? Also, würde ich jetzt mal sagen. Irgendwie. Ich meine, wir sind uns einig, dass wir links den Typen haben und rechts die beiden, ne? Die immer pennen. Also die eine davon. Das heißt, wir haben keine Anomalie, richtig? Ich hasse ihn. Ich hasse ihn so sehr. Warum wusste ich das? Warum war es klar, dass der einfach wegrennt? Wo ist der jetzt hin? Hallo? Uschi? Ich glaube, er ist weggerannt. Oder er ist auf Toilette. Warte mal, jetzt muss ich mich ja umdrehen, oder? Also, das ist ein Test von dem, Leute. Der will uns nur testen. Ich schwör's euch, wir gehen da jetzt rein. Und dann sagt er, ja, gut gemacht. Hast verstanden. Hier. Wagen Nummer 6, let's go. Also, ich weiß ja nicht so recht, aber ich glaube, hier fehlt etwas. Also, ich glaube, wir können umdrehen, oder? Also, wie hat der denn so schnell die Stühle ausgebaut, bitte? Was hat der denn vor? Und warum bist du 18 Meter groß? Und warum fängst du an zu leuchten, wenn ich... Junge, das ist einfach japanischer hier, Twilight. Okay, ich glaube, wir müssen umdrehen, ne? Hallo, ich glaube, Straßenkünstler. Alles Betrug. Alles Betrug, scheiße. Aber jetzt können wir wenigstens... Geil. Ich meine, warte mal. Es fehlen ja offensichtlich die Stühle. Richtig? Ey, ich werde Menschen niemals verstehen, die einfach... Guck mal. Du willst eine Nachtlampe anmachen. Das ist... Vielleicht ist das auch der japanische Jesus, ich weiß es nicht. Vielleicht fängt der Dreck von seiner Heiligkeit an zu... Wir gehen raus. Ist ja offensichtlich eine Anomalie hier, richtig? Ah, die 5. Oh, Leute, jetzt, warte. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Ich meine, also wenn das so detailliert ist, dass vielleicht ein von diesen ganzen Tabletts auch runtergeklappt sein kann und wir deswegen dann die Anomalie nicht erkennen, dann ist RIP. Dann können wir es vergessen, dann brauchen wir hier gar nicht rumrennen. So, was hat er, Han? Er pennt. Er ist nicht mal 20 Meter groß. Wobei, guck mal, Alter, der ist riesig, der Mann. Er hat bestimmt sein Essen immer aufgegessen. Ich glaube, das war Absicht. Und ist der Junge jetzt wieder da? Hä? Aber... Oh nein. Ich sag's jetzt schon mal, These, wir wachen nachher auf und wir haben die ganze Zeit nur voll mit offenem Mund, wie man halt im Zug so pennt, mit offenem Mund einfach komplett unser ganzes T-Shirt vollgeseibelt. Und alle Menschen gucken uns so ganz ekelhaft, irgendwie ganz ekelerregend an. Also ich würde sagen, wir drehen wieder um, weil der Junge ist ja nicht mehr da. Oder nicht? Also, Hilfe? Wenn das jetzt Game-Betrug ist, ne? Der Junge war am Anfang an da. Halt's Maul! Du kleiner Pisskopf! Du willst mir doch nicht erzählen, dass du nur für deine scheiß Tutorial verantwortlich bist! Der ist einfach nicht da! Okay. Ich glaube, wir müssen tryharden jetzt. Wir müssen bis Waggon 0 kommen. Bis Waggon 0! Okay, wir haben die 6. So. Worauf achten wir? Wir achten auf die Poster. Achten wir auch auf die Sitze hier? Das sind keine... Das sind Tabletts. Nee. Sind das jetzt Tabletts oder sind das Sitze? Das sind Sitze und das Tablett... Es sind Tablitze. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Muss ich jetzt wirklich jedes Mal wie so ein Schaffner... in jede Stuhlreihe reingucken? Hallo, guten Tag. Guten Tag.
Wie ihr sehen könnt, Leute, ist der ganze Zug voll mit meinen imaginären Freunden. Sie freuen sich sehr, euch kennenzulernen. Hä? Warum steht denn da jetzt 4? Warte mal, das ist doch eine Anomalie. Wir sind doch nicht in... Das muss eine Anomalie sein. Wir sind doch in Waggon 6. Es sei denn, wir sind in Waggon 4 und die 6 ist eine Anomalie. Kann aber nicht sein, weil wir hatten gerade eine 7. Also gehen wir wieder zurück. Ne, 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 ne. So schnell kriegt er mich nicht. Ja, 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 ja. Okay, ich glaube, wir müssen wirklich ein bisschen aufpassen, ne? Ich wette, die Dinger können sich auch sowas von verändern. 100.000%. Guten Tag. Sehen Sie meine Hose? Mehr Volumen als Ihre. Low Bob. Okay, aber... Ich weiß halt nicht mal, worauf ich alles achten muss. Wir haben diese Poster, wir haben ganz viele Sitze, die sich einfach irgendwie... Wir sind jetzt in der 5, richtig. Wir waren gerade in der 6. Wir waren gerade in der 6. Dann sind wir weitergelaufen, da stand da vorne 4. Musste eine Anomalie sein, das heißt, wir mussten umdrehen. Und jetzt sind wir dadurch natürlich in der 5. Ne? Ist ja klar. Moment! Oh, scheiße. Was sagt ihr? Was sagt euer Gefühl? Ich habe keine Ahnung. Ich schwör's euch. Ich habe keine Ahnung. Ich würde jetzt erstmal sagen, es gibt keine Anomalie, weil wir haben hier die richtigen Nummern. Wir haben die Leute auf den Sitzplätzen. Anscheinend kommen keine neuen dazu. Bitte, dass es keine 7 sei. Da steht eine 35. Ich merke mir auch einfach die Zahlen. Komplett paranoid. Scheißegal. Ich habe den schönsten Tag meines Lebens. Okay, Vorsicht, 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 Vorsicht. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt will der Zug mit uns spielen. Hier ist irgendwas faul. Ich weiß nicht warum, aber ich rieche hier eine Anomalie. Bodenstall offen? Nee, alles gut. Okay, keine Anomalie. Das ist alles gut. Alles in Ordnung. Hallo? Anomaliekontrolle. Bitte Ihre Fahrkarten raus. Mir ist so, als hätte sich an was an diesem Poster geändert. Ich weiß nicht, sind wir hier bei Super Mario 64 oder was? Hallo, junge Dame? Haben Sie ein Ticket? Ja, also, dann frohe Weiterfahrt, ne? Also... Wünsche ihm was. Schön. Wir müssen auch oben achten, wegen den Koffern, Leute, ne? Das ist auch wichtig. Also, ich glaube, wir haben eine Anomalie. Ja, diese Gesichtsausdrücke sind super ekelhaft. Aber ich finde die irgendwie auch nett. 3. Okay, sie ist wieder zurückgekehrt ins Poster, also alles wunderbar. Die Katze. Das kann so böse werden eigentlich, wenn du hier einfach so einen Strich weglässt oder so. Das könnte alles schon sein. Warte mal. Ist das mit dem Tunnel nicht neu? Also wenn das die Anomalie ist, weil das ist jetzt definitiv... Also vorher war das nicht da. Oder nicht? Oder doch? Ich glaube, wir müssen zurück, Leute. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das mit dem hellen Licht da draußen vorher nicht war. Ich habe ein gutes Gefühl. Das Licht war da vorher nicht. Ah! Oh mein Gott! Ich weiß nicht, ob das Licht war, aber scheißegal! Wir sind bei der 2. Wir sind bei der 2. Guck mal, das war das Licht! Das war das Scheißlicht! Es war das Scheißlicht! Die haben einfach draußen im Tunnel ganz kurz Kontrolle gemacht!
Die haben kurz Philips Hue, haben die einmal kurz auf den Zug abgeschimmt. Okay, ruhig. Warte. Wir müssen die Poster checken. Wir sind bei Waggon 2. War das immer schon rosa? Oh ne, jetzt fängt's an. Ich werd paranoid. Oh, Dankeschön. Rechteck ohne Ecken für den wunderschönen Raid, du geile Sau. Vielen herzlichen Dank. Einen wunderschönen guten Abend, Leute. Wenn ihr euch fragt, ich hoffe erstmal, ihr habt einen schönen Stream gehabt. Ich hoffe, ihr habt eine geile Zeit gehabt mit geilen Violinen, geilen Geigen und geilen alles. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir sind gerade in den Zug eingestiegen und es scheint so, also wir müssen Waggon 0 erreichen. Es scheint aber so, als würde jeder Waggon sich immer irgendwie verändern. Und sobald wir eine Veränderung, also es ist eigentlich immer der gleiche Waggon. Ach, meine Fresse, guckt selber. Was soll ich euch gerade erzählen? Ja, hat einen sehr geilen Stream, so muss das sein. Ich meine, da besteht auch kein Zweifel, ne? Bei Rechteck ohne Ecken, Alter, wir haben die Videos gesehen. Der streichelt Steine, also das muss jedes Mal geiler Stream sein. Danke fürs Rüberschmeißen, Alter. Die Erklärung ist wieder Gold. Ich habe gesagt, ich kann nicht erklären. Ich kann es einfach nicht. Ich versuche immer Spiele zu erklären und dann meistens danach sind die Leute noch verwirrt. Es tut mir leid. Wir laufen hier durch den Zug und entweder ist es was anderes, dann laufen wir weiter geradeaus. Nee, wir laufen durch den Zug. Wenn alles so aussieht wie immer, laufen wir weiter. Wenn sich irgendwas verändert hat, gehen wir zurück. Okay? So. So. Das ist das letzte Tournament für heute. Wir müssen diesen letzten Meilenstein. Wir haben eine Fortnite-Runde geholt. Wir haben das Tennis-Match des Jahrhunderts gespielt. Und jetzt müssen wir diesen Scheißzug noch besiegen. Das werden wir wohl irgendwie hinkriegen, oder nicht? Es kann übrigens mal. Also wenn die Katze da rauskommt, dann bleibe ich da stehen die ganze Zeit. Dann gehe ich nicht mehr weg. Danke für den Raid. Sind das Gesichter? Nur da unten ist doch ein Mund und da ist eine War das die ganze Zeit schon so? Ich weiß. Also ich glaube. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, das wäre uns aufgefallen. Das sieht aus, als hätte jemand versucht, Kissen zu stopfen, aber irgendwie nur die Hälfte reingemacht. Nee. Das ist nicht legit. Die haben die Kissen umgeprempelt. Nee. Ja, ich wollte schon sagen, Alter. Ekelhaft. Okay. Der letzte Waggon? Also, vermeintlich. Glaube ich. Vorsicht. Die wollen uns eine Falle stellen. Ganz vorsichtig. Also, das mit den Kopfkissen. Also, ich finde, der krasseste Call war bisher draußen das Licht, weil das. Also, das habe ich auch nur zufällig, glaube ich, gesehen. Ich weiß halt, also wir wissen halt nicht, was hier sich alles verändern kann, ne? Ich meine, es könnte ja auch sein, dass wir einfach hier durchrennen und es ist einfach irgendein Essenstablett runtergeklappt, was vorher halt nicht runtergeklappt war. Das kann auch sein. Hier, wir checken mal ganz kurz die Tablette. Dann haben wir sie. Die pennt komplett. Die träumt gerade auf Wolke 7, aber sonst 35, 275, 385, 3300. Sieht für mich eigentlich normal aus. Ein Koffer. Moment mal! Was ist das denn? Junge Dame. Ja, ey, das ist ja der Five-Head-Move des Jahrtausends. Wenn ihr kein Zugticket habt, seid ihr einfach ein Zugstuhl. Wollen Sie sich reinschleichen, ne? Wollten sie sich reinschleichen? Ja. Das sind wieder die richtigen, weißt du? Und dann noch aufregen, wenn sie eine Strafe kriegen. Ich muss zugeben, sie haben sich sehr viel Mühe gegeben, aber ist das wirklich eine Zugfahrt wert umsonst? Dieser Blick! Es sind wirklich krass offensichtliche Anomalien, ich weiß. Also außer das Licht.
Bei dem Licht draußen, da würde ich dir widersprechen. Aber der Rest, also, ich meine, um fair zu sein, wir haben es auch erst gesehen, als wir uns umgedreht haben, oder? Also. Wir gehen einfach zu Halloween als Zugstuhl. Dieser Blick dabei ist einfach traumhaft. Gehen Sie einfach weiter. Okay, warte mal, das kann's doch jetzt nicht sein. Also, das ist es jetzt. Also, nee, oder? Aber wofür das Telefon? Ich, also. Null. Leute, sind wir am Ziel oder wie ist das? Ist hier jemand als Kissenbezug, vielleicht oben als Koffer? Möchte sich jemand als Koffer verkleiden vielleicht? Das ist irgendwie... Hä? Das glaube ich jetzt nicht, warte mal, sind wir uns ganz sicher? Schaffnerraum. Oder Dingsbums Lokführer, Dings Kanüle. Vielen Dank, dass Sie heute den Shinkansen benutzen. Es gab einen Unfall, aus Sicherheitsgründen werden wir für eine lange anhalten. Warte mal. Wie anhalten? Ich will nicht an Hallo aufwachen. Der Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Betriebs ist derzeit nicht absehbar. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten. Halt's Maul! Ich schlag die Fenster ein! Attention, please. We have stopped momentarily due to an injury. There is no plan for the train to stop at this moment. Please excuse the delay. Danke, Mann. Thank you for traveling with Japan-Bahn, Alter. Danke. Oh, der hat sich so bemüht. Leute, wir dürfen ihn nicht auslachen. Das ist frech. Aber... Unfall mit Personenschaden? Als ob das da stehen würde. Hä?